Mein schöner Vorbau. Wie jetzt? Ich finde den schön. Dein Vorbau findest du schön? Ja, den. Das ist gut. Das ist gut. So, hallo und willkommen zurück bei Subsistence. Wie immer haben wir super tolles Wetter mitgebracht. So, wo ist unten? Der hat hier ein bisschen was vorbereitet. Guten Tag. Der hat hier ein Loch drin gemacht und eine Treppe. Sind wir ganz schnell. Sind wir ganz schnell. Ja, jetzt soll ja alles ein bisschen kompakter irgendwie gemacht werden. Jetzt kommt das hier erstmal weg. Mein schöner Vorbau. Wie jetzt? Ich finde den schön. Dein Vorbau findest du schön? Ja, den. Das ist gut. Das ist gut. Das ist aber schön. Ja. Das war aber wirklich schön. Mach das doch nicht alles kaputt. Du bist sonst Zerstörer. Dafür baue ich jetzt einen Topf. Ein Topf? Ja, einen Kochtopf. Nein. Ich will mal nach der Suppe gucken. Du brauchst ja nichts. Hm? Ich brauch so viel. Ja. Ich baue gerade um. Ja, du brauchst ja keine Strömlinge. So derbe. Mein schöner Vorbau. Shepard. Aber wie? Das schlimmste Wetter, ey. Naja, April. Ja, wir haben alle irgendwie so weite Wege. Da müssen wir erstmal gucken, dass wir das irgendwie organisieren. Ein bisschen anders. Hühnereintopf. Tomatensuppe, Kartoffelbrei, Eichen. Eichen. Kosten. So, jetzt kann man nämlich mal gucken, was wir für die Bärenmarmelade brauchen. Da brauchst du nicht nur Erdbeeren für. Nee? Nee. Da brauchst du Blaubeeren, da brauchst du Erdbeeren, da brauchst du Hagebuttene. Da brauchst du Wasser und da brauchst du das Einmachglas. Und pro Marmelade ein Einmachglas. Mhm. Oho. Was haben wir jetzt zu tun, ey? Oh, die Suppe. Hühnersuppe. Achso, nee, ich brauch das andere Huhn. Das Huhn mit dem Stern. Nicht das große Huhn, sondern Huhn schlachten, bevor 10 ist. Oh je. Meine armen Hühnchen. Ich schlacht mal eins. Will mir mal die Werte angucken. Hier, das ist nicht so traurig, wenn das die Schlacht ist. Das ist nicht so traurig. Das ist das einzige Huhn, was nicht so traurig ist, wenn man schlachtet. Nicht so schlimm. So. Und Hühnchen ist nicht schlimm. 1, 2, 3. Oder brauchte ich Mereri? Warte mal. Irgendwas brutzelt da doch aber schon. Ja, da brutzelt schon was. Das hart gekochte Ei. Also das brutzelt nicht, aber das kocht. In leere Flaschen reinstellen. So, was hat denn das hart gekochte Ei für einen Wert? 14 Eiweiß, 12 Hunger, minus 3 Durst. Und die Hühnersuppe? Die will ich jetzt auch mal sehen. Lege ich mal rein. Wir haben so viele Eier. Das hört sich geil an, wie es kocht. Ja, war so richtig wie eine dicke Brühe. Dabei ist es ein Ei, ein hart gekocht. Ih, das blubbert richtig eklig. Ich denke, das hört sich geil an. Nee, von nahen jetzt doch nicht mehr so schön. Ich hab's gerade lauter gestellt. So, und jetzt kocht die Hühnersuppe. Zeig mir mal so ein Eieren. Oh ja. Also für einen schnellen Hunger jedes Mal. Ja, nicht viel, aber ein bisschen. So. Ich hab viermal Fett. Das perfekt mal hier oben schnell drin. Tschupp.
Schön. Gut, das haben wir ein bisschen Gebüsch. Puffer Treppe, aber das macht das irgendwie alles ein bisschen lebendig. Das stimmt. Nee. Nee, nee, nee. Gibt es nicht auch? Gibt es nicht auch Bilder? Oder irgendwas, womit man die Wände bestücken kann? Ja. Die kann nicht. Nee. Ich glaube nicht. Da ist ja die Suppe. Zeig mal her, was du kannst. Oh, 36. Wahrscheinlich viel Veggie, wa? 40 Gemüse, 36 Eiweiß. Plus trinken. Ich esse das mal. Naja. Nur trinken macht das nicht voll. Obwohl es eine Suppe eigentlich machen könnte, ja. So ein bisschen zumindest. Ist ja 5, aber 5 ist ja wie nichts. So, jetzt fühle ich mich gestärkt. Oh, das ist doof. Was nun? Ja, nur eine halbe Wand ist hier echt blöd. Okay. Dann bauen wir mal eine ganze Wand. Zu. Okay. Wird es halt schön sein? Nachher? Na klar. Siehst du das nicht? Okay. Also wie schön das ist. Wird es noch nicht? Können wir der Boden als Lava spielen? Ja, eine Tür wäre nicht schlechter, aber geht die da nicht? Kommst du ja nicht durch. Muss man erst dann so eine Plattform ranmachen. Lass doch alle offen. Lassen wir das eben offen, wa? Oder? Ja, lass doch offen. Klar. Hier, mein Nick. Ja, lass offen. Lass mal offen eigentlich? Ich finde, du solltest das offen lassen. Offen ist cool. Ist es eigentlich noch offen? Warte kurz, ich gucke. Oh, guck mal, ist noch offen. So, jetzt andere Seite. Warum eigentlich? Warum? Naja, wenn die angreifen, ist sonst immer so schwierig, irgendwo hinzukommen. Ja, aber wenn die angreifen, versteckst du dich da unten und zitterst. Auf gar keinen Fall. Du brauchst ja keine Treppe. Oh, scheiße, hier geht das nicht mit der Treppe. Aha. Und nun? Gibt's keine. Oder vielleicht nur eine kleine. Sind die kleinen Treppen steiler? Bestimmt, wa? Nee. Oder? Meinst die schmalen, meine ich? Ja, aber die reichen ja nicht bis runter, oder? Nee, nee, müsst ihr dann auch 2 bauen, aber... Ja, das ist wieder hart für das Auge. Ich weiß auch nicht. Aber dann kommt man, wenn man hier mal irgendwie am Rödeln ist, weil die Tür ist ja hier hinten zu, denn da wo die Hühnerställe jetzt sind. Die sind jetzt nur vom Fenster aus noch zu erreichen. Wieso? Ich kann da hier runter hin. Ja, kannst du, aber dann musst du um die Ecke. Das stört mich nicht. Bin ja nie so faul. Nee. Shit. Geht nicht. Du bist doof. Das geht nicht. Müssten wir von hier runtergehen. Was hier was hinter? Ach, hier sind die ganzen Speicher hinter. Verdammt. Gut, in so einem Rundgang könnte ja auch reichen eigentlich, oder? Bin ich auch. Na, dann mach ich hier drüben wieder zu. Verdammt!
Ihr niestet nochmal. Jetzt ist es zu. Finde ich ganz doof. Wo ist meine Axt? Da kiekst du, wa? Warte nur, was hast du gemacht? Ach so, hast du den Ofen gerade gesucht? Nee, der Ofen ist ja cool. Eigentlich, der andere ist doof. Der kommt jetzt auch weg. Ja, den müssen wir irgendwo hinstellen, wo er uns Wärme spendet, hier oben oder was? Spendet, ja? Wer spendet? Haben wir den nicht hier in der Ecke? Achso, das Ding muss hier auch noch weg. Nee, die bleibt. Nein, die kommt weg. Die bleibt, drei, dann baue ich sie wieder zwei. Hin. Nein, ja? Ist doch blöd, wir haben doch jetzt hier einen Aufgang. Ja, und manchmal möchtest du aber noch die haben. Und die tut doch keinem weh, die kann ich doch einklappen. Guck, ich möchte die behalten, ich mag die sehr. Ich hasse Veränderungen. Dafür stelle ich die Klimaanlage um. Ja, die sollte eh umgestellt werden. Aber wohin? Tja, dann wo hier oben wahrscheinlich, wo im Sommer uns sehr warm ist unterm Gas. Vielleicht. Aber eigentlich könnten wir hier oben noch einen Geländer machen. Das sieht schon auch schön aus. Ja, und dann machen wir hier noch eine Glaswände. Und ein Zimmer. Glaswände? Naja, das hier ist ja Glas. Und das soll ja hier auch noch ein einzelnes Zimmer vielleicht werden, so. Machen wir hier auch noch mal ein Stück zu. Wenn hier Flur ist und hier Geländer ist, dann haben wir hier noch ein kleines Zimmer. Weiß auch nicht. Für irgendwas. Hier haben wir ein Zimmer. Oder wir machen hier rundherum kein Geländer, sondern eine halbe Glaswand. Können wir auch. Haben wir, aber passt haben vielleicht. Wir noch... Ja, passt vielleicht mehr Glas, ins ne? Bild. Glas. Da. Hier so eine halbe. Was sagt er denn? Glas. Glaswand Viertel, da wir Glaswand eins, halb. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Glaswand halb hoch, ist aber teuer. 6, 7 Stück. Boah, das kriegen wir nicht hin. Nee? Nee, wo willst du denn das ganze Eisenbahn und so hernehmen? Na. Eisenbahn, da sagst du was. Also erstmal kann ich ja Glas herstellen. Davon haben wir hier noch. Ja, ein bisschen was, ja, stimmt. So, ich schmeiß zwar noch ein bisschen Kupfer und Eisen ein, den Rest bringe ich mal runter. Und das. So, dann gucken wir mal, wie viel wir hinkriegen. Erstmal, wo war das halbe? Glaswand halb hoch. Brauchen wir Erze, glaube ich, ne, oder? Hör auf. Ja, nee, Erze nicht, Eisenfragmente. Naja, meine ich ja die. Ja, dann sag es richtig. Entschuldigung. Ah, doof mit der Treppe. Ärgert mich. Oh, es wollte ich gerade rausgehen, siehst du? Mach der Gewohnheit. So. Der Donner, ey. Na toll, ich hab ja noch eine Axt. Ich war vorhin tauchen mit Tauchflaschen. Und nach Muscheln tauchen. Hab auch 15 Stück gehabt. Wäre gerne noch weiter getaucht. Hatte auch noch Flaschen. Aber meine Axt war fast kaputt. Und dann gedacht, ach scheiß, gehst nach Hause. Macht da man euch mit der Axt oder mit der Spitzhacke? Naja, ist doch eine Spitzhacke. Ich denke, wir du sagen musst immer doch die falschen sagen, Sachen. Wie das... ja, siehst du, da kommt. Ist falsch. Passt mal ins Bild. Ja, aber ist falsch, ja. Ne? Nee, bau erst mal hin den anderen Kram. Aber ich hab's ja nicht gedreht. War da. Vielleicht, ja, vielleicht hätte ich es nur bis hier gemacht. Nee, ich finde das, glaube ich... Oh, nee, nee, echt, das soll ja ein Flur sein. Ich würde das am liebsten bis hier hinten hinziehen noch, aber nee. Aber das ist nicht ist symmetrisch. Nicht. Nee, nee, ist nicht. Soll auch nicht. Sieht auch doof aus. So ist besser. Dann kommen ja hier nochmal zwei. Und dann würde ich hier aber auch zumachen. Ja, ja, ja. Nicht dann gibt es auch ein Bild mit dem Glas und allem drum und dran. Und man hat so ein bisschen... Ja, ja, du. Hast schon. Und dann hier drüben... wo der Ausgang, Abgang, was auch immer ist, da kommen auch links und rechts noch zwei halbe hin. Also brauchst du jetzt noch 5 Stück. Ich baue so viel, wie ich kann. Naja, aber so viel brauchen wir ja nicht. Das werden keine 5 Stück. Weil, dann haben wir, glaube ich, kein Eisen mehr. Doch, ein bisschen. Ja. Dann bauen wir noch eine große Glaswand für hier. Für Zimmer abtrennen. Hier so. Also wie hier mit so einem offenen, aber wenigstens noch so, einen so. Dann kommt hier eine große hin und hier eine halbe, oder was? Ja, obwohl, das sieht doof aus, wenn groß und halb.
Dann machen wir lieber Beete groß, wa? Auf den Seiten hier zu der Treppe. Ja. Sieht sonst doof aus. Wenn nicht, wenn es scheiße aussieht, können wir das ja immer nochmal umstellen. So, warte mal. Ja, ja. Okay. Ja, das sieht gut aus. Denke ich auch. Was wollte ich denn jetzt bauen? Achso. Eine Türwand. Was braucht man zum Aufwerten von so einem Ding? Legierungsblech. Nur die, wa? Und? So, und ein Hammer wäre nicht schlecht, wa? Hämmerchen. Ja, dann können wir die Kisten. Ah, kein Hammer mehr. Hast du den? Nee. Den hattest du mit, als wir beim Puma waren, neulich. Ah. Ja, doch. Ich glaube, so ist das. So ist das schön. Müssen wir bald noch Kleber herstellen, aber hier Weiher haben wir hier noch. Die schmeißen wir sogar schon in eine Masse. Stimmt. Jetzt könnte ich endlich eine große Wand bauen. Nee, da baut man Eisenbahn. Und vor allem so viele. Für eine große Wand? Ja. Okay. 6 Eisenbahnen für eine. Nee, ein Eisenbahn, Entschuldigung. 6 Glas. 6 Glas sollte nicht so das Problem sein. Na, ich hab fast alles verbaut. Bisschen ist nur. Ja, gut, aber dafür ist, dafür ist es doch da, genau. Die können wir raushauen. Zack. Brauchen wir jetzt noch Halbruhe? Hm. Wir wollten oben 2 Janze hinmachen. Ja. Eine da und eine da. Dann könnten wir hier auch eine Tür hinmachen, dann wäre das perfekt. Eine Glastür. Gibt's eine Glastür? Ja. Na, hinter dir. Stimmt. Siehst du? Ich wollte jetzt eine Tür herstellen. Dann haben wir das da draußen auch wieder zu. Dann haben wir mal die ganzen Baustellen erledigt. Irgendwie. Ja. Wir müssen eh noch ein paar Glaswände hin, um ein bisschen. Also hier jedenfalls das eine Zimmer noch. Und hier auch nochmal würde ich nochmal so eine große halbe. Was kostet die denn? Das mach ich mal schnell. Das will ich mal kurz gucken. Dass das wenigstens so angedeutet ist, als ob es ein Türbereich oder ein Eingangsbereich ist. Wie eine offene Küche. Gib mal her. Gib mal her? Ja. Siehst du, jetzt haben wir auch alle Küchenutensilien soweit zusammen. Jetzt können wir alle kochen. Deko wäre noch geil, aber gut, das ist ja eher so ein Frauending mal in Survival-Spielen. Obwohl, in anderen Spielen hast du dich auch sehr über Deko gefreut. Ehrlich? Mhm. Warum ist denn hier ein Dach drüber? Das habe ich nur. Ach so. So. Ja, sieht doch schon mal ganz schön aus, wa? So, mal gucken, noch was ernten hier oben. Karotte, Zwiebel,
jetzt mal unsere Legierung hier weggebraten, was wir so hatten. Ja, ist okay. Dass wir wenigstens den Eingangsbereich so weit safe haben. Dritte Seite, wie sieht denn das von außen aus? Jetzt will ich aber auch nach oben eine Etage aufhören. Sieht dann bestimmt auch geil aus. Ja, aber machen wir alles vorne um den Fahrstuhl rum. Ja. Würde ich sagen, dass wir da jetzt uns drauf konzentrieren. Dann kommen wir von außen, dann ist die erste Etage, dann gehen wir wieder zum Richtung Fahrstuhl, da ist die zweite Etage und da bauen wir uns noch schön was, entweder hinterm Fahrstuhl, dass wir da so eine Chill-Lounge nochmal machen. Mhm. Eine große mit einem Ofen und all so ein Kram. Und oben nachher bloß so eine kleine Absprung-Dings da machen. Weiß ich nicht genau. Mhm. Aber hinterm Fahrstuhl könnten wir noch ein bisschen rausgehen mit einem langen Arm. Das wäre ganz cool. Nur das Einzige, was hier ein bisschen alles ist, diese typische Vertreppe. Ja, gut. Das geht eben nicht anders. Schön sieht das aus erstmal. Ja, vor allem jetzt auch so ein bisschen integrierter. Das Haus ist für sich abgeschlossen. Hat einen Eingang und zwei Abgänge nochmal, oder einen Abgang nochmal, wenn es mal brenzlig wird und jemand angreift. Jetzt tackern wir uns überall noch ein paar Lampen ran. An die Hühnerstelle kommst du von innen ran, das ist auch ganz cool. Guck, wie viel schönes Licht wir schon haben. Das sieht im Abendlicht wirklich schön aus, wa? Auch das mit den Erkern? Mhm. Oh ja, doch, doch, spacig. Spacig, aber schön. Ah, warte mal, wir könnten ja die Bäumchen. Ach so, nee, dein Baum ist ja nicht zu sehen. Hauen wir mal richtig ihn raus hier. Das sieht man nicht. Mit Strömlingen. Ja, doch ein bisschen. Hey, gut, gut. Ah, fällt mir so auf jeden Fall besser. Ich glaube, das ist auch alles ein bisschen entspannter, als ständig so eine olle Treppe hochzulatschen. Und dann noch um die Ecke rum. Und so haben wir auch die Räume hier oben ein bisschen genutzt. Das wirkt alles ein bisschen, ja, ein bisschen wohnlicher, anstatt so, weiß ich auch nicht, so frei alles. Das war doof. Hühnchen. Oh, dann haben wir dann mal ein bisschen Zeit. Das passt mir ganz gut. So, wir brauchen Eisenbahn, hast du gesagt, wa? Mhm. Schwierig. Haben wir aber nicht. Das wird. Nee, muss erst schmelzen, müssen wir ein bisschen sammeln. Kein Problem. Wir wissen bloß noch nicht, da wir uns ja hier viel aufhalten. Wäre wahrscheinlich die Klimaanlage hier irgendwo. So nicht, oder wir schieben die Kiste ein bisschen weiter rüber. Ich weiß nicht, wenn die so einen Umkreis hat, dann ist sie vielleicht besser, wenn die irgendwo in der Mitte steht. Der Umkreis reicht alles aus hier unten. Das ist ja, wo die steht, glaube ich. Also der ist groß genug. Und wir haben ja noch keine Fenster. In der Innenseite. Ja, das stimmt. Dann könnten wir oben uns ja das Bettchen hinstellen, ne? Mhm. Dann haben wir hier unten auch schon wieder ein bisschen Platz. So, na gut, dann machen wir hier Schluss, wa? Ist abendspät. Ja, schöne Baufolge. Und dunkel. Aber du schaffst viel so eigentlich, wenn du... Hier noch Material da hast. Genau. Ja, na gut, dann machen wir Schluss für heute und sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut darin. Ciao.